So, da sind wir wieder im Landwirtschaftssimulator. Zum 10. Mal mit dem Patrick. Hallo. Hallo? Also zum 10. Mal jetzt hier bei einer Aufnahme. Klar, insgesamt war der schon weitaus öfter dabei. Verkaufen wir mal die Mähwerke, weil wir haben ein Big M. Wir haben ein Big X. Wir haben einen Vollernter. Wir haben so ziemlich alles, was wir wollen. Und die nächste Anschaffung, die bei uns auf den Hof kommt, ist ein Terra Dreck. Also waschbar, deshalb auch Terra Dreck und nicht Terra Treck. Also mit T und D, also. Ja, ihr versteht es eh nicht. Oder ihr versteht es, dann seid ihr gut. Also größerer Drescher ist das nächste mit 12 Meter Schneidwerk. Mindestens. Keine Ahnung, was die dran haben. Gut, wie viel geben die Schneidwerke? Die Mähwerke, Entschuldigung. 17.000 und 5.000. Ja, 22.000. Wobei, bevor wir uns den Terra-Track kaufen, denke ich, sollten wir erstmal noch ein paar Felder uns zulegen. Vielleicht unten bei der BGA, so Feld 7. Wäre gerade nicht das Dümmste. Oder Feld 5. Ja, was Ja. kostet weniger? Eben. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nicht bei der BGA. Aber ich bin gleich dort. Mal um den Big M mal an Wir seinen können dann Platz. Zeit wieder höher machen. Können wir. So. Und will ich mich selbst doch nicht überfordern, weißt du? Nein, Scherz. Gut. Hier den Düngerstreuer habe ich jetzt einfach mal gekauft. Jetzt haben wir eigentlich drei Fahrzeuge zum Düngen. Bisschen viel, aber ich finde es ist gut so, dass wir den haben. Weil den kann man immer mal irgendwie. Der hat so, gerade bei dem Heimfeld, gerade bei Feld 14, 15, 16, hat er den Vorteil, dass er nicht so leicht hängen bleibt. Ich denke, gerade dafür habe ich ihn jetzt gekauft. Ja, könnte hinkommen. Vielleicht habe ich das sogar gemacht. Dafür Warum habe ich ihn jetzt. heißt der Cosplay so komisch? In welchem Bi Fahrzeug bist du? Im Büro. Was heißt, warum heißt der Cosplay so komisch? Ja, hier steht Kuh weiß schwarz. Ja, das war Tippfehler von mir. A ist natürlich klar Tippfehler von mir. Und B ist das englische Tastatur, an die ich nicht gewöhnt bin. Und C ist es natürlich hier alles. So eine Sache für sich, nein, Scherz. Genau. Dann werde ich den hier mal nicht ausklappen, sondern erst eine Kursaufzeichnung machen. Also hier einmal um das Feld rum. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann wisst das gleich. Stopp, beenden. Löschen. Das ist nicht gut. So, jetzt. Den werden wir dann in den Kurs. Ich glaube Feld 5 Big M nennen. Weil Feld 5 Man gibt's ja schon. Ja, Feld 5 Big M ist da der richtige Name für. Und dann muss man da immer drauf achten, dass er die Schwattablage drin hat. Dann legt es uns auch gleich in einen Schwatt. Dann können wir nur noch hier Ladewagen, genau die gleiche Strecke. Und dann ist es ziemlich schnell erledigt. Dank des Big M. Dank moderner Technik. Ja, dessen Motor klingt fast so wie das Mähwerk vom Same. Soll ich mal noch ein bisschen in BGA kippen? Es ist nur noch eine Schaufel, glaube ich, im Silo. Aber darfst du natürlich gern machen. Kann man dann Anhänger hinten dranhängen?
Muss ich gleich mal genau schauen. An den Big M. Beenden. So, jetzt aber Arbeitsbreite. Arbeitsbreite vom Big M, der müsste ja ganz unten sein. Wow, nicht mehr eine Schaufel war's. Ja. 13,2 Meter, ich hab's gesagt, ist nicht mehr viel. So, 13,2 Meter, wir können ihn ja mal ausklappen. Das ist eine Riesenmaschine. Ich klicke jetzt ja auch schon mit zwei... Naja, okay, Mäusen kann man es nicht sagen, aber halt... Laptop, Mauspad und... Also Laptop, Touchpad und... So. Das normale Feld 5... 5 Big M. M. Ah, Quatsch. Großes M. Macht er nicht. Großes M. Kleines M. Macht er nicht. Macht da keinen Unterschied. So. Mein beliebtes Wort. So. Gib wir doch noch eins, wo du dann sagst. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du es aber in die Landschaft gekippt. Nein. Sah aber so aus. Nein, schon wie du dastehst. Ah, der Bürger hat seinen Punkt erreicht. Er hat jetzt quer geschwadert, was ist denn das für ein Quatsch? Egal. Entlassen, klar. Löschen. Noch ein klein bisschen weiterfahren. Und dann kann man den zum Hof jagen. Oder? Kuhweidehof. Kuhweide 5, klar, so. X. Genau. Und den Ladewagen. Den hier, den kann man dann... Kuhweide schwarz, wo ist es? Da unten. B. Und einstellen. Weiterfahren. Muss ich jetzt nochmal weiterfahren lassen? Weiterfahren. Arbeiten. So, der hat nichts zu tun. Der auch nicht. Der Big M. Na, werden die berühmt machen. Ist intelligent. Mähwerk an. Einstellen. Breitablage. Ist das jetzt hier schwarz? Das ist das, was Big M unter Schwartablage versteht. Okay. Ah, ist halt Big M Schwart. Genau. Den brauchen wir gerade auch nicht. Da müssen wir erstmal irgendwo Mais säen. Jetzt können wir die Zeit wieder stark verschnellern. Der hier, den kann man mal parken. Ach, weißt du, was ich jetzt gar nicht gekauft habe, was ich auch kaufen wollte? Was? Großen Häckselkipper. Der geht jetzt aber nicht mehr, oder? Oh, schau ich gleich. Kipper sind nicht allzu teuer. Ich habe 50.000 Euro auf dem Konto. Aber ich glaube, das langt nicht. Ich schaue nach. Und er kostet 75.000. Der große Häckselkipper? Ja. Der kostet in der Tat etwas mehr. Und wo sind die? Schwader, Zetter, Ladewagen. Hier haben wir das größte. Ja. Ja, die Krone Doppel. Ja, die sind alle noch zu teuer. Leider. Kauft er doch einfach den für 75.000 und nimm ein bisschen Geld von der Bank. Ja, ich brauch mal ja gerade nicht. Sie ist gerade so, warum kaufen? Brauchen wir nicht im Moment.
Der hat nichts zu tun. Der hat nichts zu tun. Die Zuckerrüben sind noch nicht reif. Nee, ist noch gar nichts reif. Nee, das ist alles noch ihr letztes Wachstumsstadium. Der arbeitet brav. Und der tut auch das, was er soll. Und der Bürger steckt jetzt gleich fest. Achtung. Ah, Bürger. Du bist im Bürger drin. Nein. Nicht? Nee. Was? Jetzt ist hier Feld 35 schon wieder teils reif. Ist ja incredible. Incredible. Es muss wachsen. Ja, die Zeit habe ich ja extra auf schnell gemacht. Ich muss mal die Wegpunkte löschen. Ich lasse den jetzt hier eh am Hof. Fahre ich jetzt hier gerade seitlich ran. Dann lassen wir den hier liegen. Braucht ja gerade niemand. So, Drescher. Dein Einsatz. Den kann man schon mal zum Feld stellen. Soll das vom Ladewagen zu dem Silo in bei der Kühe? Nee, das soll zu den Schafen. Das würde ich da aber gern selbst hinfahren. Entschuldigung. Ja, da bin ich gleich fertig. Ja. Ja, ein bisschen fehlt noch. Aber er steht. Oder von mir aus darfst du es auch hinfahren. Ich will da nur mal schauen, wegen reinkippen, wie das ist. Wie viel die wollen. Ja, aber ich kann noch einen weiterfahren. Muss das da tun. Ah ja, ich komm. Ja, das ist Cosplay. Das ist so eine Sache. Gut, jetzt darfst du. Danke. Der Case und... Ist irgendwie... Macht mir irgendwie so einen kleinen... Erwägen schlechtes Gewissen, wenn wir hier so viele Maschinen haben. Ich bin nur noch am Durchtappen. Wir können kaum welche benutzen. Was sagen wir, was ist im Shop los? Sonderangebote, nur eine 6 Meter Grube, noch eine Stunde. Feldversteigerung gibt es heute auch keine mehr. Und ehrlich gesagt habe ich gerade auch keinen Bock, auf dem Hof aufzuräumen. Aber ich mach's trotzdem. Irgendwie muss ich mich ja beschäftigen. Ah, der Big X verstößt gegen unsere Regeln. Der kriegt einen Strafzettel. Wieso, was hat er gemacht? Der steht im falschen Unterstand. Wir hatten ja gesagt, die großen Erntefahrzeuge kommen in großen Unterstand. Und der Big X gehört auch dazu. Oh, Dings ist reif, Gerste. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Die Zeit ist langsamer zu drehen. So. Krone Big M hat Wartepunkt erreicht. Gut. Den werde ich gleich wieder hoch zur Kuhweide jagen. Wo bist du, wenn du am Schafsilo? Wenn du bei den Schafen bist, melde dich gerade kurz. Ja. Bist du dort? Noch lange nicht. Ich sag, weil du sagst, ja. Im Sinne von, ja, ich bin dort. Drescher Helfer. Nein, den Helfer. Bitte in die Richtung. So, Helfer. Und... Ah, die Ding ist auch reif, oder? Zuckerrüben? Ja, teils. Nee. Ah, doch. Doch, alles. Ja, eben war es noch teils. Ah, ich muss ihn erst aufklappen, bevor ich einen Helfer reinlassen kann.
Der ist richtig gut animiert. Ja, und dann sehen wir den mal im nächsten Part ernten. Wir sehen uns. Tschüss.